den Jump Master. Niemand tanzt aus der Reihe, klar? Was ist so leer hinten aus? Oh, gehen wir schön. Schon wieder die Stadt? Nicht schon wieder, eine andere Stadt diesmal. Stadt zu Stadt, immer gleiche Scheiße. Keine Ahnung, damals fand ich bei Battlefield zum Beispiel so eine Häuserkämpfe eigentlich übelst geil. Damals fand ich auch Dschungelkämpfe cool, aber wie ich merkte, Dschungelkämpfe war die größte kurz von allen gewesen. Nein, keine Übersicht hatte dazu. Schön ist aber wo sie sind, ja. Auf, da oben. Wir fahren uns dann auch welche da und da. Und der Ring ist nicht weit weg. Vorsicht, Granate! Auf ihr passt! Der Ring ist nah! Ja, da oben. Ah! Scheiße. An der Seite sind die des Hauses. Ach da. Alles klar, ja, Digga. Ich weiß, sei gut gedacht. Keine Munition mehr. Ich werde beschossen. Feind entfernt. Thermit kommt. Granat unterwegs. Setze Helldrohne ein. Neuer Kehlspitzenreiter. Neue Bahn. Sie haben mich entdeckt. Ich werde beschossen. Oh, da kommt ein Caustic. Wir müssen abhauen. Bin schon dabei. Weil ich habe auch keine Munition mehr für meine schwere Waffe. Ich überlege schon die Longboards zu nutzen. Ich hau weiter nach hinten ab. Komm, komm, komm. Wir müssen irgendwie die Zone. Sollen wir einen Kill habe ich mir geholt. Wir waren hier lootet schon. Ich habe hier Materialien. Hier, komm her. Da wird irgendwann mal wieder geholt. Direkt vor uns hier. Keine Ahnung warum, aber am Anfang, wo wir richtig Blutkämpfe zu haben, macht mir meistens Spaß irgendwie. Oh.
Cool. Zu spät. Ihr seid leer. Ah, 50% der Spots sind schon erledigt. Fantastisch. Meine Nase juckt. Gegner da. Da. Genau hier. Die schießen auf mich. Elektrogewehr. Ja. Hier hört über jemand heil. Oh, die eine. Da kommt. Da ist er ja. Obtain. Ja, er ist weg. Zone. Dass die alle auch am Wegrennen sind auf einmal. Da kommt ein Replikator angeflogen. Okay. Bei mir? Ich würde sagen, wir gehen hier entlang. Gut. Eine Heildrohne, falls nötig. Jetzt habe ich so viel Damage gekriegt, der stand hier mit einer Eva. Danke. Mach die Schildbatterien jetzt rein, wo du heute läufst. Ich habe keine Schildbatterie mehr. Dann sag's doch hier. Hier. Ich lade nur schnell meine Schilder auf. Oh. Stufe 2. Komm mal. Hat die Schild mehr? Hab ihn. Gut. Alle Trottel weg. Schilde werden aufgeladen. Reich mir mal den Zucker. Oh. Lade nach. Hier ist ein Rutsch. Hier ist ein Evo-Schild. Oh, warte, gib mir mal schnell das Evo-Schild. Jetzt alle fahren. Suche selber, damit dran alles Ecke. Hätte mir das Ego-Schild eigentlich auch gereicht, aber gut. Du bist besser dran als ich. Also, ich gebe den besseren Spieler den Einfallet, ja? Also, das investiert nun und sowas. Ja, das machen wir beide noch. Wir investieren doch beide. Ja, aber ich sag, du musst auch gucken, dass du ein Schild kriegst. Warte, ich kann was dazu verdienen. Mit dem Lifeline-Paket. Ich bekomme. Ey, wir müssen noch ein bisschen zur Zone laufen. Ja, kann man. Das ist. Gemäht. Bis dann halt mein Shit hochbekommen, mein Respawner, mein Helm. 10 Sekunden, hier ist eine Erweiterung.
erwartete schweres Magazin. Ah, oh, du machst mich fertig. Das kann ich dafür. Ja, jetzt müssen wir beeilen, ja. Wo schon geplündert. Sieht aus, als käme da ein Care-Paket. Immer gute Sachen drin. Genau, ich wollte zwei Schuss haben. Danke. Oh, die Stadt. Oh, hier vorne. Glaube ich. Ja. Ja. Weiter. Fuck you. Gut. Ich bin down. Lade nach. Ja, ja, aber da war noch einer. Echt? Ich habe ihn nämlich nicht gekillt. Oh, Bengalo. Ja. Ach, hast du, okay. Nur ein Kratzer, Sekunde. Alter, ich hab keine Muni mehr. Ach du Scheiße. Also Bangalore wissen wir ungefähr, wo wir kommen können. 10 Squads, also heißt es 2 sind einzeln. Hier ist ein Helm, Stufe 4. Vielen Dank. Der Ring ist in der Nähe, Leute. Wir haben etwa eine Minute, um ihn zu finden. Leider keine Granaten mehr, scheiße. 45 Sekunden, Ring ist direkt voraus. Zusätzliche Ausrüstung hier drüben. Das brauche ich. Munition. Oh. Schon mal, ich werde gar nicht mehr rufen. Also, ich verstehe nicht, warum, wenn wir mit Lebenstechnik so was gut starten, habe ich bei den Waffen übelst miserables Sachen einfach mal, ja? Hm. Halt gar keine auf Mods und so was. Ja, doch, sehe ich, oder? Oben und lang. Ah, ich wollte oben sagen, oder? Kann natürlich auch noch hinten losgehen. Hat kein Schild mehr. Oh. Ist. Die ist tot, glaube ich. Kann sein. Ich kann auch selber deaktivieren, das Scheiß. Da. Der hat einen Sniper. Ich gönne meinen Schilden nur eine Aufladung.
lade nur schnell meine Schilde auf. Lomba? Wo ist Kent? Oh nein, ich bin unterrutscht. Hier ist Munition, wenn du magst. Okay. Doppelt. Endlich mal Waffenmods. 30 Sekunden, der Ring ist ganz nah. Es sind nur noch alle Leben, die hier gekämpft haben gerade, ja? Na so, wenn du rennst, hören sie dich noch. Da. Au, au, au. Man hat mich entdeckt. Werde beschossen. Lade meine Schilde auf. Wurde scannt. Thermitgranate kommt. Thermit kommt sich. Ich muss gehen. Zone. Zone. Was? Zone. Nein, er hat mich getroffen. Ach, von hinten noch mal mehr. Er hat mich von oben noch getroffen. Mit einem Schuss. Ach man, ey, abgestaubt haben die da hinten. Ich bin Jumpmaster. AJ Shell weist euch den Weg. Bereit machen, es geht los. Auf geht's dahin. Irgendwo da. Drei Squads. Anscheinend. Alles klar. Nicht weit von mir ist ein Gegner gelandet. Runde 1. Starte den Countdown. Der Ring ist in der Nähe. In einer Minute schließt er sich. Hier ist ein Helm. Stufe 2. Der Ring ist nah, Leute. Wir haben ganze 45 Sekunden Freizeit. Nicht weit vom Ring. Eine halbe Minute. Oh. Haltet mir den Rücken frei, Leute. Da draußen gibt es einen neuen Killspitzenreiter. So, wo kann er auch sein? Da. Ja. Feind gesichtet. 10 Sekunden. Ring ist nah. Sonnencreme dabei hat, sollten wir uns beeilen. Feindkontakt. Da hinten schießen. Sehr gut. Champion ausgesprochen.
eingeschaltet. Ich lade mein Schiff. Ah. Schätzchen, du hältst schon noch eine Weile durch. Gut, wir tot. Hoch mit dir, Schätzchen. Du hältst schon noch eine Weile durch. Kumpel. Hier lang, gehen wir. Hat das goldene 301 gefunden, ihr blöde Sau, Alter. Ach cool. Die Hälfte der Squads ist noch übrig. Keine Zeit für Müdigkeit. Ich hatte gestern ein bisschen Crusader Kings 3 gespielt. Und ich hatte wirklich eine sehr gute Runde gehabt. Aber das Ende war wieder vernichtend gewesen für mich. Weil mein Erbe hatte Krebs gehabt und mein Enkel ist gestorben. Mein Urenkel hat aber eine andere Nation gehört. Okay. Und die hat eine andere Nation gehört. Die hat nicht mehr zu mir gehört. Zu meiner Nation. Und es waren drei Kinder dazu und ich musste irgendwie die drei Kinder ranholen. Das Problem war, ich wollte nicht. Dadurch habe ich versucht, halt meinen Sohn, den ich enterbt habe, wieder dahin zu packen, dass er alles erbt. Nö, er erbt nicht alles. Es erbt die Urenkelin alles. Aha. Was ist passiert? Ich habe durch Frust, weil ich keinen Bock mehr hatte, nur noch alles Mordattacke macht. Und alle meine ehemaligen Vasallen haben auch versucht, sie zu ermorden. Okay. Jeder von denen wollte die loswerden. Ich habe dafür Mortal Kombat 2 schon mal wieder gezockt. Schön fette Armee zusammengestellt, schön alle hochgelevelt, schon Geld gemacht. Krieg gegangen, mein König unterstützt als Söldner, muss man das denn machen? Ja, da kommt gegnerische Trupp. Wir haben 600 Männer, er 1000. Ist dann auch nicht gut ausgegangen. War alles weg. Meine Armee, mein Geld, meine Ehre. Ja, aber ich hatte nur noch immer ekliges Königreich, was Kings mehr brachte, wo ich nichts mehr erobern konnte. Ich war mitten in einer Kiste von meinem ehemaligen Reich. Wo ich dachte, das wird nichts mehr. Dann habe ich halt versucht, dann wurde halt mein Vasall übermümpfig, wollte er mich erobern. Ja, der hat schon mehr Männer als ich gehabt. Da dachte ich, fuck. Er hat nur eine Ländereihe gehabt. Und dann dachte sich der Nachbar von mir, den erober ich jetzt. Und das war das Spiel, mein Spielende gewesen. Ich habe dann geschafft, ein Spielende hinzukriegen. Ich habe irgendwo immer noch die Kurve gekriegt. Ja, ich konnte nicht mal neu laden, weil ich halt einen Iron Moose gespielt habe. Da wurden offen. Vielleicht gibt's dort entlang was Gutes. Ja, ich versuche mal weg eine Spiele mit Eis mit einem Iron Moose zu spielen. Mhm. Müssen wir durchlaufen. Der nächste Ring ist ziemlich weit weg. Also relativ hier sehen. Replikator wird geliefert.
Replikator im Landeanflug. Für Schutte, oder? Ja. Ah, links von uns ist ein Höhlenausgang. Oder eine Durchführung. Jener hat die Waffe wechselt zumindestens. Er hat zumindest eine rote Waffe. Hätte nicht geplündert. Der Ring ist nah, Leute. Wir haben ganze 45 Sekunden Freizeit. Ist hier ein paar Feinde? Hier sind zwei Siblings relativ nah aneinander. Und die ist mitten auf dem Boden da. Kann sein, dass das Pathfinder gewesen war. Oh. Aber also selten die Ulti von den Pathfinder gesehen. Wird kaum noch genutzt, glaube ich. Zehn Sekunden. Der Ring ist in der Nähe und wir sind etwas in Eile. Uff, du Mungo. Ah, wo wollen wir denn hin? Nee, ich guck noch, ob irgendjemand vielleicht kommt. Müssen alle voll Squads da. Wenn er liegt. Da. Da ist gerade diese Funkfliege gesehen. Dahinter. Ziel, da drüben. Also, gut. Da kommen wir mehr. Die werden auch beschossen gerade. Also, die werden jetzt beschossen gerade. Die haben einen Zipliner gemacht. Muss mir wahrscheinlich die Medikits holen, die ich jetzt gerade verbraucht habe. Boah, endlich mal ein scheiß Visier. Ah, der war nicht so gut ausgerüstet.
Da oben ist ein Aufwand. Das ist Newcastle. Eine Minute, der Ring ist in der Nähe. Lade nach. Wen gehörten die beiden Truppen? Keine Ahnung. Das sind zwei einzelne. 45 Sekunden, der Ring ist nah. Wir haben den Gegner platt gemacht. Okay. Lade nach. Du hast den Gegner platt gemacht, also du hast getötet. Wo ist der Ring? Achtung, da oben sind immer noch welche, ne? Weiß. Pathfinder müsste ja noch leben. Hat kein Schild mehr, Bloodhound. Da ist aber ein Gebäude drin. Lass, warte, der muss doch raus. Er hat gerade hochgeladen, gerade Schilder. Gerade ein Respawner hinter uns. Der Ring bewegt sich. Da drüben sind wir gleich lang. Ja, aufmach. Hat kein Schild mehr. Ich werde beschossen. Lade nach. Lade nach. Ja, so los. Lade meine Schilde auf. Du bist. Ich bin Killspitzenreiter. Ja, sind ja gut auch, ne? Also mit dem Tipp. Oh, renn! Ich hab gerade die Arschbacken gespürt. Der ist tot. Na also, ganzer Squad am Boden. Nur noch zwei Squads. Oh, fuck you. Hä? Ich wurde geschneit. Die kommen. Komm mit mir an. Oh, Scheiße. Ja, was soll ich machen? Ich bin an der scheiß Wand hängen geblieben. Das kannst du ja nichts dagegen tun. Also. Gut, ich bin der Jumpmaster. So, jetzt können wir rein. Es geht los. Mit den anderen. Aber eins gut ist nur bei uns, zumindestens. Schnell losgehen. Haltet euch bereit. Wo ist Kent? Der nächste Ring ist weit weg. Die erste Runde jetzt. Gut, danke. Das waren die Champions. Wir sind die Champions. Ring ist nicht in der Nähe. Kurz mal. Lade meine Schilde auf. Ich hab keinen Schaden gekriegt. Ja, weil die ja um mich rum sind. Ich bin dann von hinten gegangen. Egal, wir haben den Champion killed. Das sind schon alleine 500 extra Punkte. Wir sind die Besten halt. Das würde ich vielleicht nicht unbedingt jetzt sagen. Wir sind die Besten. Aktuell. So, jetzt langsam zur Zone.
Zwischenstücke. Zusätzliche Ausrüstung hier drüben. Achtung, es gibt einen neuen Killspitzenreiter. Hey, haltet mir den Rücken frei, Leute. Wir haben neuen Killspitzenreiter. Achtung, liefere Care-Paket aus. Hört ihr das? Da kommt ein Care-Paket angeflattert. Warum trägt mein Kopf damit immer mit? Was hier passiert? Ich hatte ja auch ganz kurz, dass ich immer mitgegangen bin. Einfach die Müdigkeit. Manchmal, dass man unkonzentriert ist. Aber die Selbstlernen sind echt geil. Finger sind besser als die Autos. Ja, hier sind welche gewesen. Hier sind noch welche. Da. Kontakt. Hat mir gesehen. Der hat beschossen. Schieße. Ich bin getroffen. Das war aber auch ein Trottel. Also damit hätte er rechnen müssen. Ach klar. Ah, aber schön, schön Loot haben sie auf jeden Fall. Eine Heidrohne, falls möglich. Komm mal, Leute. Durchgerannt, die hat gerade. Hallo? Gut. Ich sag nix. Ich bin die Kirsch hoch mit dir, Schätzchen. Du hältst schon noch eine Weile durch. Kirschspitzerreiterin. Los jetzt. Sag hallo. War gut ausgerüstet. Jeder war hier gut ausgerüstet irgendwie. Warum wir nicht? Alter, der hat auf jeden Fall ein kleiner Kackspaß. Der hat gehofft, dass er Sword parten kann hier. Dreckschwuchtel. Aber dachte noch, dass wir noch zu schwach sind. Von denen lasse ich mir nicht hinten den Arsch bunkern. Was? Warum denn nicht? Hier. Zusätzliche Ausrüstung hier drüben. Ich hab's Schritte hier. Da unten. Und da wird gerade gecraftet. Kontakt. Feind! Da drüben! Hat kein Schild mehr. Fast genockt. Schilde werden aufgeladen. Die müssen da raus. Ja, die heilen sich jetzt aber hoch. Unterwegs.
Ist ein Lifeline? Der nächste Ring ist weit weg. Der letzte ausgeschaltet. Okay. Oh, schon wieder einer. Ich glaube, hinter dem kommt jemand hinterher. Über uns. Ein Platter und der weiß genau. Laut. War down. Schon wieder goldene Sachen. Der hat eine goldene Devotion. Klar. Oder? Auch. Na ja, gut. Sniper-Duell kann ich nicht gewinnen. Übermorgen halt noch was. Die laufen. Wir müssen aber auch gehen auch. Die Zone ist richtig weit weg. Wenn ich von der Zone wieder sterben. Ring ist nicht in der Nähe. Lass uns die Zipline nehmen hier. Erkunden wir den Weg da drüben. Wir müssen weiter, das ist halt ein Problem. Hier, wenn die unbedingt noch sterben wollen, können die ja nicht machen. Die sind rechts von uns drunter. Irgendwas habe ich gehört rechts. Die haben die innere Zipline genommen. Ja, die sind vor uns links. Der Ring schließt sich und wir sind nicht drin. Wenn niemand Sonnencreme dabei hat, sollten wir uns beeilen. Ja, wurde respawned. Keine leichte Muni mehr gleich. Können 60 Schuss geben noch. Ja, warte erstmal noch. Vielleicht finde ich gleich selber was. Ja, da liegt doch schon was. Nee, was hat das denn? Nimm ja einen Scheiß auf. Hallo, danke. Ist da alles gut? Hier waren aber durchgerannt. Über mir waren. Was? Ich habe einen genockt, hä? What the fuck? Durch den Zone einfach mal. Letztes Mal, glaube ich, Schaden gemacht und der. Der denkt, ich hacke. In der Zone drinne. Safe. Neu verbleibende Squads noch? Alter. Runde 3. Starte Ring Countdown. Alter, wir müssen schon wieder so weit werden. Und gekillt. Was hast du gemacht? Well played, Sir. Ja. Das konnte ich nicht. Okay. Ja, ja. Ich auch nicht. Ist das dumm. Ich denke also mal. Den Kill hab ich ja wirklich mal gar nicht verdient. Ich denke mal, weil du letztes Mal angeschossen hast. Wie mal. Ja, trotzdem Schwachsinn. Das ist ja ewig her dann.
Ey, du hast gesagt, kill ist kill. Okay. Da fighten sie. Da ist einer auf dem Dach. Ist da hier eine offene Fläche gerade? Da läuft er. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da reinpushen sollen oder lieber nicht. Oh, ein Tier. Was ist das für ein Tier, mit der gemalt wurde oder gebaut wurde? Ein Edelpferd? Das ist doch die Drache, der hier vorne. So, ich dachte, meinst du hier rechts neben uns gleich hier, das Ding. Ach, das ist total. Das ist alles möglich. Das könnte auch irgendeine Mutter sein. Ein Nilpferd-Bruder. Was ist das denn? Über uns sind Valkyrie. Da. Erkunden wir den Weg da drüben. Und Ash. Die sind jetzt halt. Oh, wird beschossen. Oh, auf mich auch. Hä? Ich glaube, über mich schießt das einfach mal. Getrotzten Schüsse in meiner. Oh, was ist hier? Und Dingsbums. Hinter uns ein anderer. Oh. Halt durch, hau ab. Au, au, scheiße. Wir haben ihn gekillt einfach. Die sind einfach durchgerannt. Ja, Mann.